Mein Name ist Anne Pommsel. Ich bin Geschäftsführerin des Deutsch-Japanischen Wirtschaftskreises, auch kurz und knackig DJW benannt. Bei unserem Panel heute im Rahmen des DJW Gogonokai, Business am Nachmittag, ging es um Content Creation und Content Management. Und dass Content nicht gleich Content ist, sondern auch in der Rezeption ganz anders stattfindet, von der Sprache ganz anders stattfindet, von den Inhalten ganz anders stattfindet. Und das ist das Wichtige, auch an dem Markt zu bleiben, zu wissen, wo komme ich her, wo gehe ich hin und welchen Typus möchte ich überhaupt bedienen, um eben dann den richtigen Inhalt, die richtige Produktplatzierung, die richtige Werbung in der richtigen Kommunikation auch zu erstellen. Ich bin Joachim Köps, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Ultraverse, einem Manga-Verlag, den es jetzt seit 2017 gibt. Seit 2018 haben wir Bücher gemacht und inzwischen sind wir die Nummer 2 im deutschen Markt. Social Media hat für das Wachstum von Manga in Europa extrem viel beigetragen, und zwar schon in Zeiten, als es noch gar nicht Social Media hieß, sondern als wir noch kleine Foren und andere Geschichten hatten. Es wäre, glaube ich, komplett undenkbar gewesen, denn Manga ist in Deutschland vor allem groß geworden, von der Community getragen und gar nicht so sehr durch coole Strategien irgendwelcher Firmen, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, man kann in unserem Bereich überhaupt nur erfolgreich sein, wenn man mit der Community denkt und lebt. Davon bin ich wirklich überzeugt vom ersten Tag. Wir hätten niemals das aufbauen können ohne die Community. Die Verantwortung, die Social Media mit sich bringt für uns ist, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir nicht so ein Fake-Social-Media machen. Wir wollen authentisch sein, wir wollen ehrlich das sagen, wo wir stehen, was wir denken, wie wir arbeiten, und wollen nicht irgendwelche künstlichen Strategien entwickeln. Also ich glaube sowieso, dass Menschen, die behaupten, dass man in unserer Zeit wirtschaftliche Unternehmen kontrollieren kann, so sehr, wie sie in der Öffentlichkeit steht, der hat irgendwas an der modernen Welt nicht verstanden. Und die Leute, die versuchen, das zu suggerieren, werden eher unglaubwürdig und werden dafür bezahlen, weil ihnen dann die Leute auch ihre Produkte nicht mehr glauben. Also ich glaube, dass diese Offenheit eigentlich eher in jedem Fall ein Plus ist, weil die Leute sind ja nicht doof. Wir sind sowieso alle ständig unter Beobachtung, ob jetzt hier auf einer Con oder in Social Media. Und man kann Meinungen und sollte das sowieso nicht manipulieren oder lenken, sondern wir sagen offen, was wir denken, hoffen, dass andere das ähnlich sehen und die Idee vielleicht ein bisschen weitertragen. Und das ist eigentlich unsere Strategie dabei. Hi, ich bin Kabujiro, ich bin Künstler aus Wien, heiße eigentlich Jona und mache so Kunstsachen. Was für mich bei meinen Produkten immer besonders wichtig ist, ist, dass sie einen Bezug zu Nostalgie haben. Es muss jetzt nicht Japan-spezifisch sein, obwohl meine Sachen alle super japanisch sind. Aber alles, was an Kindheit erinnert, die Animes, die man gesehen hat, als klein war, die Postkarten, diese typischen Bilder, die man alle kennt, da anzuknüpfen und die Leute in meine kleine japanische Welt reinzulocken, hat für mich immer sehr gut funktioniert. Für mich war Social Media ganz wichtig, um mich A, mit den anderen Künstlerinnen zu vernetzen. Das ist eine total enge Szene, aber auch zu sehen, was gerade trendy ist, welche Serien gerade geschaut werden, überall mitzufiebern und mit den Leuten dann auch Gespräche zu führen, vielleicht sie für meine Kunst auch begeistern zu können. Ich merke ganz wesentlich, wie Social Media direkt meinen Markt beeinflusst. Wenn ein Video gut geht, sehe ich das am nächsten Tag im Online-Shop. Wenn gerade eine Kunstwerk auf Social Media ganz gut geht, weiß ich für mich, dass ich mehr davon produzieren muss, und auf Märkten gehen die dann auch besser. Das hängt für mich super eng zusammen, sowohl der Verkauf vor Ort als auch online und all meine Social Media Kanäle. Das kann ich gar nicht mehr trennen in meinem Geschäftsmodell. Social Media ist ganz wichtig, um eine genaue Zielcommunity zu finden, und ich habe da meine eigene kleine Bubble aufgebaut und bin da sehr happy damit.
ich bin Marvin. Ich habe hier meinen Stand Sky Pirate Prince. Bin jetzt ungefähr so seit 10 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr auf Conventions. Habe also schon, ja, ich sag mal, eine Menge an Erfahrung. Ich bin auf vielen Messen jedes Jahr. Ich agiere hier gerne mit den Leuten. Die Leute kommen wieder zu mir und sagen, hey, ich habe letztes Jahr schon was bei dir gekauft. Das war cool. Oh, guck mal, du hast was Neues. Das bringt mir viel mehr als, ich sag mal, die gesichtslosen einfach nur Likes. Natürlich ist es cool, wenn ich mal mehr Likes bekomme oder so, aber ich mag das nicht darauf, irgendwie meinen Erfolg zu basieren, wie viele Likes ich habe, weil ich genau weiß, dass sowas einfach nur mit Algorithmus zusammenhängt, wie sehr ich auf irgendwelche Trends aufspringe und so weiter. Da habe ich lieber den direkten Austausch. Wenn ich halt andere Künstler oder sonst irgendwelche Leute mal auf Instagram sehe oder Influencer, wo ich merke, okay, was hast du denn gerade ausgesagt? Was ist das Ziel von deinem Post gerade? Ist es einfach nur dein täglicher Post, den du gerade machst? Aber ist es nicht wirklich irgendwas Interessantes drin? Oder ist es nur ein Clickbait-Post oder so? Dann verliert man sehr schnell das Interesse. Die heutige Generation, die wächst halt schon so mit Social Media auf, dass das nichts ist, was man noch irgendwie groß jemandem erklären oder näher bringen muss. Ich glaube, wir haben alle so die gleichen Strategien. Wahrscheinlich posten viele Artists einfach mehr und häufiger und sind deswegen ein bisschen erfolgreicher. Aber so, ja, im Grunde ist es halt, je mehr du halt mit der Community interagierst und mit deinen Followern interagierst, desto erfolgreicher bist du. Und wirkliche größere Geheimnisse würde ich nicht sagen, dass es dir irgendwie, also zumindest aus meiner Erfahrung. Hi, Hattori と申します。まあ、ドイツに住んでおります。まあ、日本っぽいモチーフも作ってるんですけど、それとは別にドイツっぽいモチーフって言ったらあれですけど、ルナーケバブですとか、ベウリナー、ブレッツェルとかを。そうですね、私は何個かアカウントを持ってて、一つはこのアクティビティの、コンベンションに出るアクティビティのなんですけれども、もう一つがたまにスイッチでストリームをやってまして、そちらもあるんですけど、そっちのコミュニティの人にも、まあ、今回コンベンションこういうの出るんで、まあ、よかったら来て会ってくださいね、みたいな感じで報告したりはしてますね。なんだろう。やっぱりどんな漫画ですとか、次のコンベンションどれに出ますとか、例えばこの漫画ですとか、キャラクター紹介みたいな感じで、とりあえず触りを知ってもらうってことは、そうですね、SNS では発信してます。それはやっぱり知らないと興味も持てないので、それは大事かなと思ってやってます。Mein Name ist Jan Fieber. Ich habe vor knapp 3 Jahren die Firma Leitmotiv gegründet. Wir machen VTube Talent Management oder eben Influencer Management. Und dort bin ich eben, wie gesagt, Gründer, so die führende Kraft, aber eben auch Mann für alles. Unter VTubern versteht man Leute, die mit einer Kamera ihr Gesicht tracken. Diese Tracking-Daten werden auf einen virtuellen Charakter übertragen und landen dann eben so direkt im Stream. Die Herausforderung bei der Etablierung von VTubern liegt hauptsächlich darin, dass gerade in Deutschland sehr große Vorsicht walten gelassen wird von eben Werbetreibenden, mit denen wir häufig zusammenarbeiten und die sehr vorsichtig sind, wie sie mit neuen Medien hantieren, arbeiten. Ebenso sind größere Unternehmen oder generell Unternehmen vorsichtig, wie sie auch an VTuben oder an die VTuber als neue Contentform herantreten. Wir haben gegenüber, ich nenne mal eher traditionellen Unternehmen, den großen Vorteil, dass wir sehr genau anhand der Metriken, die alle möglichen Social-Media-Plattformen uns geben, wissen, wer eigentlich die Kundschaft ist. Und dadurch lässt sich eben sehr, sehr genau anpassen, auf wen man den Content eigentlich zuschneidet. Letztendlich ist man aber extrem daran gebunden, was der Algorithmus sagt. Wir wissen dadurch aber eben sehr genau, wen die jeweiligen Kampagnen erreichen.
Das Panel heute hat ja auch gezeigt, dass Content nicht gleich Content ist. Also wir haben angefangen von den VTubern, der als Talentschmiede ganz viele Content selber im Sinne von Inhalten auch kreiert. Wir sind hingegangen über den analogen Verlagsmarkt, über Druck- und Printmedien auch als Content zu definieren. Und wir sind übergegangen zu einem Place to be für Mangaka, für Zeichnerinnen, einfach auch für Konsum- und Lebensmittelbereich. Und wir waren bei einer Lizenzagentur, die für Lizenzierung und Marketing für japanische Produkte auch in Deutschland vertreibt. Also Content ist nicht gleich Content und erst das gilt es auch zu definieren und genau für sich selbst auch herauszufinden, worüber möchte ich überhaupt sprechen, mit welchen Tools.